Hallo und herzlich willkommen bei Bauforum24TV. Ja, wir sind hier eingeladen von VW. Hier ist ein Offroad-Event und was wir hier gefunden haben, das macht richtig Spaß. Nicht nur fürs Auge, sondern wahrscheinlich tatsächlich im Gelände. Nämlich wir haben hier zwei Extremumbauten von Cycle, nämlich ein Amarok Extreme. Das Ding sieht wirklich richtig cool aus. Extreme Höherlegung, richtige MT-Reifen. Dann auch die entsprechenden Felgen. Der hat sogar Portalachsen. Auch das ist natürlich eine feine Sache im Gelände. Alles schön in Schwarz gehalten. Die Felgen matt schwarz und Rockslider natürlich mit dabei. Hinten der Überrollbügel, die Doppelkabine. Zwei kleine Nachteile. A, es ist nur ein Vorfacelift. Das heißt, mir würde jetzt hier der V6 fehlen. Und soweit ich gehört habe, ist der in Deutschland auch gar nicht zulassungsfähig. Ich weiß nicht, aber Lust zu fahren hätte ich trotzdem mal. Vielleicht gibt es das dann demnächst auch von Cycle mit V6. Wenn es euch interessiert, sollen wir da mal fragen, ob wir das mal im Gelände mal testen sollen. Schreibt es unten in die Kommentare. Und die Kollegen von Cycle, die können nicht nur höher, die können wohl auch tiefer. Denn hier hat man einen Amarok wirklich als Tieferlegung 2,75. 35 in 22 komplett rundum und ja, sieht ganz schnittig aus. Dann vielleicht noch motortechnisch ein bisschen was gemacht. Der V6 ist ja sehr standfest eigentlich und ist ja hier sehr moderat noch ausgelegt. Dann könnte ja einiges gehen. Reifenmäßig sind wir hier komplett unterwegs mit 2,75, 35 auf 22 Zoll. Ja, und wenn es dann vielleicht mal nicht so in den ganz groben Matsch geht oder überhaupt nicht Offroad, wäre das vielleicht eine Maßnahme, quasi Lifestyle-Pickup. Und viele Pickups laufen ja vielleicht auch gar nicht im großen Gelände, sondern sind doch eher so für die Straße. Also Cycle macht wohl nicht nur Offroad, sondern auch jetzt Onroad. Ja, und hier gibt es auch noch einen Kollegen, der sieht auch klasse aus. Matt, grau, metallic. Ich weiß nicht, ob es foliert ist. Ich denke, meist eine Folierung. Ebenfalls hier die schönen Felgen mit den dicken MT-Reifen. Hier begnügen wir uns auch nicht mehr mit einer Höherlegung von 30 mm wie beim VW Rockton, sondern das geht hier schon etwas höher. Dann habe ich hier schöne LED-Zusatzscheinwerfer. Natürlich habe ich hier einen Schnorchel für die Ansaugung. Quasi hier der T6 als kleiner Liberty Walk. Und innen drin hat der T6 ja auch eine ganz coole Ausstattung, so ein bisschen Multivan, so ein bisschen Camper. Also damit, ich sag mal, wenn du damit nicht durchkommst, dann kommst du mit keinem T6 irgendwo durch. Ja, vielleicht auch mal eine interessante Geschichte für einen Fahrbericht. Würde es euch interessieren, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten schaue ich mir hier bei dem Event noch ein paar andere Sachen an, die es dann bei VW quasi ab Werk gibt. Und das seht ihr in den anderen Videos. In diesem Sinne, bis dann.